Zack. Voll geil. Voll der übelste Robosaurier jetzt. Krass. Das heißt Starride Nummer 30. Ich würde den gerne mitnehmen. Der sieht korrekt aus. Gute Arbeit. Neuer Level freigeschaltet geht zu Lilly. Das machen wir jetzt noch nicht. Wir spielen noch ein bisschen weiter hier. Das heißt, wir können wieder auf die Weltkarte gehen und kümmern uns ums Nächste. Und das ist dann wohl... Dann haben wir als Nächstes die Wüste hier eh freigeschaltet. Komm, dann kümmern wir uns hier um Ruinen von Ellipsis. Auf geht's. Sieht interessant aus hier. Verdammt interessant. Okidoki. Ich muss mal hier. So. Den Revolver packen wir uns mal hier rein. Die Flügel auch. Dann müssen wir die nicht immer wieder neu machen. Und ich überlege gerade. Sollen wir uns... Okay, komm. Wir machen uns jetzt einen neuen Charakter. Moment. Wie ging das noch? Avatar-Auswahl. Ganz genau. Wir machen uns jetzt einen neuen Charakter. So, pass auf. Neu. Auf wie geht's. So, ich habe mir so ein paar Sachen angeschaut, die wir machen können. Zum Beispiel können wir erstmal hier das ganze Gedöns können wir so einzeln nehmen. Wir können uns auch irgendwo anzeigen lassen, wie die Bewegungen sind. Wie war das denn noch? So war das, genau. Dann haben wir nämlich hier die Arme. So. Der Körper bleibt ja sowieso immer gleich. So, aber wir können jetzt die Sachen hier einzeln nehmen. Dann haben wir hier den Kopf. Hier haben wir einen Arm, da haben wir einen Arm. Hier sind die Beine. Und den Körper machen wir erstmal... Können wir den Körper nicht einzeln klein machen? So. Okay. Alles klar. Dann brauchen wir natürlich jetzt erstmal... So. Wir brauchen einen Körper. Irgendwas als Körper. Lass mich mal überlegen, was wir uns als Körper nehmen könnten. Irgendwas Eckiges. Wie wär's mit einem Brot? So ein Brot als Körper. So, dann braucht er natürlich noch irgendwas als Arme. Wie kann man Salami? Oh, perfekt. Perfekt. Das Ganze nehmen wir direkt zweimal. Salami-Arme. Dann braucht er noch Hände. Irgendwas als Hände. Irgendwas als Hände. Was könnte der denn als Hände gebrauchen? Wie wär's mit einem Löffel? Ich weiß allerdings nicht, ob das geht. Essbesteck. Okay. Dann hat der Arme und Hände einen Körper. Was könnten wir dem denn als Beine machen? Wenn wir den jetzt gerade so auf Essen getrimmt haben, dann muss der natürlich auch
Essensbeine haben. Irgendwas als Essen. Irgendwas als Essen. Was denn mit Sushi? Geht Sushi? Ha! Sushi, das wird der Mund. Das sieht ja wohl perfekt aus. So, dann brauchen wir aber immer noch irgendwas für die Beine. Was könnte der denn... Was könnte der denn als Beine benutzen? Was denn mit Hotdog? Ja. That is it. Hotdog-Beine. Das als Oberkörper. Das ist... hier. So, jetzt braucht er noch einen Kopf. Und als Kopf nimmt der eine Pizza. Schade, nur ein Pizzastück. Das ist nicht so toll. Was denn mit einem Pfannkuchen? Das gefällt mir aber nicht. Was war das denn noch als Spritzgebäck? Nee, auch nicht. Wie wär's denn mit einem Hamburger? Als Kopf? Dann nimmt er das als Mund. Und dann braucht er noch Augen und Haare. Als Augen könnte man eigentlich Tomaten nehmen. So hat er eine Tomate. Und ein Fleischbällchen. Geht das? Ja, geht. Dann braucht er noch Haare. Und als Haare nehmen wir natürlich ganz klassisch Spaghetti. Ah, perfekt. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich würde das gerne drehen. So. So, okay, das sieht schon mal sehr gut aus. So. Es ist natürlich die Frage, ob der das dann auch als Arm anerkennen wird. Ich hoffe es einfach mal. Okay, das hat er noch nicht ganz als Arm angesehen. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen tricksen. So, jetzt hat das aber als Arm angesehen. Okay.
Okay, das passt schon mal. Okay. Dann müssen wir nur. Okay. Hier ein Bein. Und da ein Bein. Dann packen wir die Hotdog-Brötchen rein. Okay. Also der erkennt das hier irgendwie noch nicht als Bein an. Sehr komisch alles irgendwie. Okay. Den müssen wir ein bisschen größer machen. Ja, so ist das in Ordnung. Dann machen wir das hier ein bisschen kleiner. So. Und so. Dann Sushi als Mund. Und das als Kopf. Okay. Dann können wir aber die Augen noch ein bisschen. Bisschen. So. Und so. Okay. Das sieht jetzt schon gut aus, bis auf das eine Bein hier, was mich irgendwie ein bisschen veräppeln will, habe ich das Gefühl. Also erkennt der das als Bein nicht an, oder? Jetzt hat das als Bein. Sieht nur ein bisschen komisch aus. Ein klein bisschen kleiner machen. Jetzt hat das.